Schon vor 4 Jahren habe ich das Thema bildabhängige Fernsehhintergrundbeleuchtung hier auf dem Kanal behandelt. Mittlerweile gibt es neue Optionen mit verbesserter Technik und eine davon schauen wir uns heute an. GoVi Immersion RGB LED TV Backlight nennt sich das Ganze und geht einen komplett anderen Weg als zum Beispiel die Syncbox von Philips. Die TV-Farben werden nämlich nicht über HDMI abgegriffen, sondern vollkommen unabhängig über eine kleine Kamera. Das hat den Vorteil, dass es keine Probleme mit verschlüsselten Signalen per HDCP gibt und das eigene Setup praktisch keine Rolle spielt. Egal ob ihr HDMI 2.1, eARC, Dolby Vision, HDR 10 Plus oder sonstiges nutzt, es funktioniert. Doch lasst uns das nicht verkomplizieren, sondern Schritt für Schritt durchgehen. Das Set wird in dieser kleinen Box geliefert und kostet aktuell etwa 70 Euro, also deutlich günstiger als die Lösung von Philips, die in einem ähnlichen Setup inklusive Leuchtmittel weit über 300 Euro kostet. In einer kleinen Anleitung wird die Montage und die Einrichtung kurz erklärt, wir gehen das Ganze aber hier gleich auch noch ausführlich durch. Dann wäre da die Kamera, die entweder mittig oben oder unten am Fernseher befestigt werden muss. Das ist rein optisch sicher nicht die eleganteste Lösung, umgeht aber wie gesagt viele technische Probleme beim Abgreifen über das HDMI-Signal. Mit diesen kleinen orangenen Schaumstoffvierecken wird die Kamera kalibriert. Angeschlossen wird alles an diese kleine Box, über die man die Beleuchtung hinterher auch optional einschalten und einstellen kann. Also neben den Optionen, die App oder einen Sprachassistenten dafür zu nutzen. Das RGB-LED-Streifen-Kit besteht aus 4 einzelnen Streifen, die bereits verkabelt und mit einem USB-C-Stecker ausgestattet sind. Dieser Stecker kommt ebenfalls in die Steuerbox. Die LED-Streifen für die Vertikale sind 70 cm lang und die für die Horizontale 120 cm. Damit lassen sich Fernseher in der Größe von 55 bis 65 Zoll ausstatten. Die LED-Streifen sind außerdem mit doppelseitigem Klebeband bestückt und mit diesen kleinen Plastikhaltern können die Streifen zusätzlich gesichert werden. Strom kommt über dieses Netzteil, was ebenfalls an die Steuerbox gesteckt wird. Und nun schauen wir uns an, wie wir das alles an den Fernseher bekommen. Wir montieren das Ganze hier an einen 65 Zoll OLED-Fernseher von LG. Die Rückseite ist bei diesem Modell nicht gleichmäßig dick, sondern oben super schmal und unten mehrere Zentimeter stark. Da der Fernseher an einer Wand hängt, gibt es außerdem eine große Lücke, wo sonst der Standfuß angebracht ist. Zuerst wird die Rückseite mit den mitgelieferten Alkoholpads oder optional mit Glasreiniger von Fett und Staub befreit, damit der Kleber hinterher haftet. Bevor man die LED-Streifen aufklebt, sollte man genau darauf achten, alle Streifen zentriert und mit gleichmäßigem Abstand zum Rand auszurichten. Je sauberer man hier arbeitet, desto gleichmäßiger wird das Ergebnis. Mein innerer Monk verzeiht mir hier keinen Zentimeter, weswegen ich vorher alles mit Malerkreppband befestige und entsprechend ausmesse. Die Lücke unten wird hinterher einfach mit den Plastikhaltern überbrückt und gesichert. Diese Plastikhalter nutze ich auch für die Sicherung der Streifen an dem Übergang zur dünneren Oberseite. Das verwendete Klebeband von 3M macht hier einen guten Job und an den Enden bzw. ungleichmäßigen Klebeflächen sind die Plastikhalter eine gute Lösung. Man sollte natürlich darauf achten, die Halter nicht auf die LEDs zu kleben, sondern immer schön in den Zwischenräumen. Damit die Kabel an den Enden nicht stören, habe ich einfach eine Schlaufe gemacht und das Ganze an jeder Ecke mit einem Kabelbinder gesichert. So, das sieht doch schon mal ganz ordentlich aus. Und da ich eh vorhatte, das Kabelmanagement am Fernseher zu verbessern, kam mir die Idee, eine Dreifachsteckdose mit Nano-Klebeband an die Rückseite zu kleben und an dieser Seite dann hinterher super clean einen einzigen Kabelkanal mit allen HDMI- und Stromkabeln zu führen. Denn der Fernseher hat die Eigenart, dass auf der einen Seite die HDMI-Kabel runtergehen und an der anderen das Stromkabel. Und das habe ich jetzt einfach mal gleich mitgemacht, vielleicht eine Inspiration für euch, wenn ihr das genauso haben wollt, wie hier gezeigt. Die Steuerbox habe ich so angebracht, dass sie später einfach mit einem Griff hinter dem Fernseher zu erreichen ist, um sie dann ohne App oder Sprachassistent auch manuell zu bedienen. Und so sieht das ganze Setup dann fertig aus. Ich habe die LED-Streifen übrigens schon vorher getestet, um einen Defekt vor der Montage auszuschließen. Dafür einfach den Strom anschließen und über die Knöpfe an der Box die Farben durchschalten und schauen, ob alles funktioniert. Ist auf jeden Fall pfiffig, das zu machen, bevor ihr das Ganze an den Fernseher klebt.
Die Einrichtung über die kostenlose App für iOS oder Android ist einfach und dauert keine 2 Minuten. Schon jetzt macht das Ganze einen sehr schicken und hochwertigen Eindruck und auch die Helligkeit und Gleichmäßigkeit der LEDs ist genau so, wie man sich das wünscht. Doch der eigentliche Zauber kommt ja erst mit der anfangs erwähnten Kamera, also wollen wir die mal anbringen und kalibrieren. Der LG OLED-Fernseher ist oben so dünn, dass der originale Halter nicht wirklich gut verwendet werden kann. Er würde zwar sicher irgendwie mit dem doppelseitigen Klebeband halten, da die Kamera selbst nicht wirklich viel wiegt, aber wie gesagt, mein innerer Monk mag da keine Kompromisse, weswegen ich mir eine andere Lösung überlegt habe. Ich habe mir diesen Halter konstruiert und mit einem 3D-Drucker ausgedruckt. Die Kamera kann hier einfach eingeschoben werden und zur Befestigung dient dieser 2 cm hohe Klebestreifen, der genau die 2 cm Abstand vom LED-Streifen nutzt. Ich weiß, ich bin ein verkanntes Genie. Ja, falls ihr auch einen dünnen OLED-Fernseher habt und euch diesen Halter drucken wollt, joint unserem Discord, da habe ich die Datei kostenlos für euch hochgeladen. Ja, ein verkanntes Werbegenie. So, die Kamera ist angebracht und jetzt wird kalibriert. Dazu müssen wir 5 dieser orangenen Blöcke an den Fernseher kleben und der Kleber war allerdings ziemlich stark und daher habe ich einfach das Malerkrepp verwendet, was hier eh schon gerade rumflog. Das ist auf jeden Fall schonender für das Panel und hinterlässt keine Klebespuren. So sieht der Fernseher dann übrigens fertig bestückt aus. Ja, über die App wird dann der Menüpunkt für die Kalibrierung aufgerufen und in wenigen Schritten ist die Nummer dann auch schon erledigt. Man muss lediglich die Punkte über die angebrachten orangenen Vierecke ziehen und das war's. Ja, die ersten Tests, die sehen schon mal ganz gut aus, allerdings schauen wir uns das Ganze natürlich jetzt noch im Detail an. Es gibt verschiedene Optionen, die man in der App für die bildbasierte Beleuchtung einstellen kann. So können diverse Teilbereiche inhaltsbasiert in unterschiedlichen Farben leuchten oder es kann eingestellt werden, dass nur die überwiegende Farbe erkannt wird und lediglich einfarbig angezeigt wird. Außerdem kann zwischen Spiel und Film gewählt werden und wie stark die Sättigung bzw. Helligkeit sein soll. Die Teilbeleuchtung hat mir besonders bei Zeichentrick bzw. Animationsfilm und im Gaming gefallen. Die Kamera reagiert erstaunlich schnell auf Farbwechsel und erkennt die Farben in der Regel zuverlässig. Bei schwarz oder sehr dunklen Passagen sollte man darauf achten, dass es keine großartigen Reflexionen auf dem Bildschirm gibt. Denn das ist der Nachteil an der Farbabnahme mit einer Kamera, die Reflexionen werden natürlich auch entsprechend interpretiert. Hier sieht man das ganz gut, dass unten links zum Beispiel blau gesehen wird, weil die PlayStation 5 das von rechts kommende Licht reflektiert. Und der rote Bereich oben ist das Parkett, welches sich in diesem Teil eben in dem OLED-Panel spiegelt. Das Ganze ist wie gesagt nur relevant bei komplett pechschwarzen Passagen oder eben wenn es mega dunkel ist. Ja, je nach Bildfolge kann der Wechsel in den Teilbereichen auch etwas stressig wirken, was natürlich absolut vom abgespielten Inhalt abhängt. Hier mal ein paar Beispiele für die Teilbereichsbeleuchtung. Auch wenn die Interpretation nicht zu 100% perfekt ist, würde ich sie dennoch als sehr gut bezeichnen und wie gesagt, gerade bei Spielen oder Zeichentrick trägt das Ganze definitiv zu einer besseren Immersion bei. Die einheitliche Beleuchtung ist etwas ruhiger und hat mir bei Film sehr gut gefallen. Gerade bei schnellen Schnitten wählt die Box sehr gut aus, wann die Farbe gewechselt wird, sodass ein angenehmer Übergang entsteht und auch hier habe ich mal ein paar Beispiele für euch vorbereitet. Ich hoffe, man hat in den Bildern gesehen, dass das echt gut klappt und einen Mehrwert beim Fernsehen bietet. Also gerade wenn irgendwie eine Explosion stattfindet und dann plötzlich der ganze Raum so rot erleuchtet wird, das hat irgendwie schon was und so Actionfilme oder irgendwas, wo eben Immersion wichtig ist, da macht das schon Sinn, das Ganze anzumachen und es stresst halt auch nicht so sehr wie eben dieser Teilbereich. Also gerade bei Film ist die einheitliche Beleuchtung auf jeden Fall meiner Meinung nach empfehlenswert. Man kann natürlich auch die Sättigung
runterdrehen, damit der Effekt etwas gedrosselt wird und eben nicht das ganze Zimmer bei einer Explosion rot leuchtet. Aber das kann man je nach persönlicher Vorliebe zum Glück entsprechend einstellen. Ja, selbstverständlich kann man die Beleuchtung auch komplett selbst bestimmen. Und wenn ich ehrlich bin, nutzen wir gerade beim normalen Fernseher auch hauptsächlich die weiße Beleuchtung, gerade abends, wenn der Raum sonst abgedunkelt ist, dann irgendwie auf 50%. Und das ist eine wirklich sehr schöne indirekte Beleuchtung im Wohnzimmer und eben auch entspannter für die Augen. Gibt ein schönes Bild, sieht gut aus. Also man kriegt das dann natürlich auch günstiger. Wenn ihr einheitlich beleuchten wollt, dann reicht halt ein normaler LED-Streifen. Dann braucht ihr den ganzen Zauber mit der Kamera nicht. Ja, es gibt auch diverse Szenen oder Farbkombinationen, die man in der App zusammenbasteln kann. Das ist natürlich wieder recht special. Hier kann man Szenen runterladen, diverse Farbprofile und gewisse Farben dann auch austesten, ausprobieren, auf verschiedene Abschnitte der LED-Leiste legen und sich so dann seine ganz bestimmte Stimmung zaubern. Die letzte Möglichkeit ist, die Beleuchtung von Musik steuern zu lassen. Auch hier gibt es diverse Presets, man kann es eben genauso einstellen, wie man da Bock drauf hat, und das macht meiner Meinung nach vor allem Sinn, wenn man noch weitere LED-Strips oder eben Lichter von Govee im Raum verteilt hat und die dann miteinander synchronisiert. Hat man quasi zu Hause Disco und kann da auch zu Hause gerade aktuell mal alleine einen wegdancen oder so. Mit dem Govee Immersion Set bekommt man mit etwa 70 Euro den wohl aktuell günstigsten Ambilight-Klon zum Nachrüsten auf dem Markt. Ihr habt die Bilder gesehen und die sagen in diesem Fall mehr aus als jedes gesprochene Fazit. Wie mehrfach erwähnt, gefällt mir vor allem die Tatsache, dass man sein TV-Setup anschlusstechnisch nicht ändern muss und zum Beispiel auch das Signal vom internen Tuner oder eben von internen Smart-TV-Apps wie Twitch oder YouTube abgenommen werden, da man hier eben nichts über eine Box mit HDMI durchschleifen muss, sondern einfach nur das Signal zu 100% optisch abgenommen wird und man keinen Stress mit Codecs oder sonstigen Verschlüsselungen, was es da noch so gibt und was da auf jeden Fall auch in Zukunft vielleicht noch kommen wird, hat. Man muss ein Update abwarten, dass dann Dolby Vision oder was auch immer unterstützt wird, und das hat man eben mit so einer Lösung nicht. Ja, wenn ihr selbst einen 55 oder 65 Zoll oder irgendwas dazwischen großen Fernseher habt, ihr könnt das Ganze auch abmessen, die Maße blende ich euch hier nochmal ein. Ja, dann findet ihr die entsprechenden Links zum Amazon-Angebot unten in der Videobeschreibung, und ihr kennt das Spiel, kauft ihr über diesen Link, unterstützt ihr meinen Kanal und macht solch aufwendige Videos hier möglich. Ja, vielen Dank an dieser Stelle nochmal für euren Support. Ist nicht selbstverständlich, danke auf jeden Fall dafür. Schreibt mir auf jeden Fall auch gerne mal in die Kommentare, wenn ihr irgendwelche Fragen habt, wenn irgendwas unklar ist oder ihr irgendwas wissen wollt. Ich habe mich lange mit dem Ding beschäftigt und weiß da ganz gut Bescheid. Ich bin da auch aktiv und antworte immer sehr gerne. Und außerdem würde mich interessieren, ob ihr eher Team Teilbereich oder Team Einfarbig seid. Oder Team Dunkel, also gar nichts, soll es ja auch geben. So Leute, ich bin erstmal wieder draußen, sage bis zum nächsten Video, haut rein, bis denn, peace.